Willkommen zum Digitalpakt Schule. Ich darf begrüßen, zugeschaltet, die Präsidentin der KMK und die Bildungsministerin des Landes Rheinland-Pfalz, Frau Dr. Hubig. Herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt Morgen. hat. Und natürlich auch ein herzliches Willkommen Ihnen, Frau Bundesbildungsministerin, Frau Karliczek. Und bitte, Sie haben das Wort. Jawohl, vielen Dank. Ja, guten Morgen allerseits. Guten Morgen, Frau Hubig nach Rheinland-Pfalz. Ich freue mich, dass wir heute Morgen hier uns treffen, denn wir haben ja mittlerweile, glaube ich, alle gemerkt, dass die Corona-Pandemie für uns alle eine ziemlich große Bewährungsprobe ist und dass das selbstverständlich auch für das Bildungssystem geht. Das haben wir in den letzten Tagen intensiv diskutiert. Und was das seit Beginn der aktuellen Ausnahmesituation auch von allen Betroffenen und allen Beteiligten abverlangt, ich glaube, das ist beachtlich. Und was in dieser Zeit auch geleistet wurde, auch das ist schon besonders. Und ich muss persönlich sagen, dass ich sehr, sehr stolz darauf bin, wie Eltern, Lehrkräfte, aber eben auch die Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Wochen mit dieser Situation umgegangen sind. Wir sind, ich glaube, das kann man auch mal feststellen, ein Land, was in dem viele Menschen gern Verantwortung übernehmen. Und von den Lehrkräften über die Schulverwaltung hin bis zu den Hausmeisterinnen und Hausmeistern tragen ja alle Verantwortlichen dazu bei, dass unsere Schulen diese Bewährungsprobe auch gut meistern können. Und genauso gilt es für unsere Eltern, die in kürzester Zeit zu doch engen Lernbegleitern unserer Kinder geworden sind. Und natürlich die Schülerinnen und Schüler selber mussten sich auf wirklich neue Lernumstände ziemlich schnell einstellen. Und auch da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das doch bei vielen auch sehr, sehr gut gelungen ist, dass sie sich auf diese Situation eingestellt haben und damit umgehen. Gute Bildung, ich glaube, das eint uns, liebe Frau Hubig, soll in diesen Tagen wieder selbstverständlich sein. Und dieses Ziel eint uns ja auch alle. Und wir wollen, dass unsere Kinder auch in Zeiten von Corona lernen können. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass Bildungsbiografien durch die Pandemie keine Brüche bekommen sollen. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir heute hier Bund und Länder zusammen gemeinsam zeigen können, wie eng und zielführend wir eben auch an diesem Ziel arbeiten, um es gemeinsam zu erreichen. Lernen und Lehren muss natürlich auch in Zeiten von Corona einen hohen Standard haben. Und dafür ist es, glaube ich, wichtig, dass regelmäßiger Unterricht stattfindet. Einmal als Präsenzunterricht vor Ort in der Schule, aber eben genauso mit Hilfe digitalen Lernens von zu Hause aus. Und wir müssen uns, glaube ich, alle bewusst machen, solange kein wirksamer und sicherer Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt ist, solange wir kein Medikament haben, werden wir aller Voraussicht nach nicht zu unserem gewohnten Schulalltag zurückfinden können. Der Infektionsschutz von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und ihren Angehörigen hat oberste Priorität. Wir müssen eben lernen, mit dem Virus zu leben. Und digitales Lernen hat bereits deswegen in den zurückliegenden Wochen im ganzen Land deutlich an Bedeutung gewonnen. Und es wird auch in den kommenden Monaten so bleiben. Und deswegen werden alle Kinder zu Hause eine Möglichkeit zum digitalen Unterricht gebrauchen. Ich bin sehr froh, dass der Koalitionsausschuss kürzlich beschlossen hat, dafür 500 Millionen Euro bereitzustellen. Und damit soll denjenigen Kindern ein mobiles Endgerät zur Verfügung gestellt werden, die eben nicht auf eigene digitale Endgeräte zurückgreifen können. In den letzten Wochen haben wir über den Digitalpakt Schule schon ermöglicht, dass den Ländern auf ihren Servern ganz unkompliziert freie Lerninhalte, aber auch solche kommerzieller Anbieter zur Verfügung gestellt werden. Und jetzt soll mit unserer Unterstützung noch mal kurzfristig möglich werden, dass alle Schülerinnen und Schüler Endgeräte zur Verfügung gestellt bekommen, damit diese Inhalte dann auch wirklich bei allen Schülerinnen und Schülern auch ankommen können. Wir haben, und ich glaube, das können wir wirklich in diesem Fall sagen, unverzüglich mit den Ländern darüber gesprochen, wie wir dieses Programm schnell und praktikabel umsetzen können. Und wir waren uns einig, dass es sinnvoll und naheliegend ist, auch auf den bestehenden Digitalpakt Schule aufzubauen. Und der Digitalpakt Schule wird deshalb eine gemeinsame Vereinbarung von Bund und Ländern für ein Sofortprogramm ergänzt. Ich freue mich besonders, dass wir auch innerhalb weniger Tage uns über ein schlankes Verwaltungsverfahren einig geworden sind. Das zeigt auch, finde ich, einmal mehr, dass der Föderalismus in Deutschland funktioniert. Und dafür möchte ich Ihnen, liebe Frau Hubig, an dieser Stelle einmal ganz ausdrücklich danken. Das war toll. Und die Länder haben sich selbst darauf dann verständigt, die Mittel im neuen Sofortprogramm
nach dem Königsteiner Schlüssel aufzuteilen und innerhalb der jeweiligen Länder werden dann die jeweiligen festzulegenden Kriterien erarbeitet. Ergänzt werden die Bundesmittel, auch das ist mir wichtig, das nochmal zu sagen, durch einen Eigenanteil der Länder in Höhe von 10%. Und das ist das, was wir eben auch im Digitalpakt schon vereinbart haben. Ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, die Situation ist von Schule zu Schule vor Ort sehr, sehr unterschiedlich. Und die Verantwortlichen vor Ort wissen immer am besten um die individuellen sozialen Lagen. Und die schrittweise Öffnung der Schulen bedeutet gegenwärtig auch, dass das Verhältnis zum Beispiel von Präsenz- und Online-Unterricht von Klasse zu Klasse, von Schule zu Schule vollständig unterschiedlich ist. Die Schulen können daher am besten beurteilen, nach welchen sozialen Kriterien, aber auch nach welchen pädagogischen Erfordernissen die Geräte eingesetzt werden sollen. Und deshalb sollen auch die Schulen selbst die Kriterien und die Verteilung der Geräte an die Schülerinnen und Schüler festlegen. Wer die Geräte für die Schulen beschafft, wird von Land zu Land auch unterschiedlich geregelt sein. Verteilt werden sie jedoch dann durch die Schulen selbst. Die Geräte bleiben auch im Eigentum der Schule und können dadurch auch dann im Regelbetrieb von der Schule weiter genutzt werden. Die Entscheidung, dorthin zu geben, wo der Überblick über die Situation am besten ist, sorgt dafür, dass jetzt schnell und unbürokratisch eine Lösung für die fehlenden Endgeräte bei den Schülerinnen und Schülern gefunden wird. Und wir bleiben damit einem Prinzip treu, nämlich Hilfe zu geben, wo Hilfe nötig ist. Digitale Endgeräte oder digitale Bildung erfordern digitale Endgeräte. Nicht alle Eltern sind in der Lage, ihren Kindern einen eigenen Laptop zu kaufen. Und deshalb ist es ein wichtiger Schritt, dass Bund und Länder mit dem Sofortprogramm die Teilhabe an digitaler Bildung jetzt für alle ermöglichen. Ich will aber hier auch noch mal einen weiteren Punkt besonders betonen. Mit der Anschaffung von Laptops, Notebooks und Tablets ist jetzt ein weiterer wichtiger Schritt getan. Die persönliche Begleitung von Schülerinnen und Schülern beim digitalen Lernen ist aber mehr denn je notwendig und auch die Lehrkräfte müssen selbstverständlich dafür entsprechend fortgebildet werden. Der digitale Wandel, so wie er jetzt in dieser Geschwindigkeit, in der er jetzt stattfindet und damit den Schulen, aber eben auch allen Betroffenen, nämlich Schülerinnen, Schülern, Lehrkräften und Eltern, unheimlich viel abverlangt. Das sollten wir anerkennen und deswegen will ich an dieser Stelle auch ganz bewusst sagen, ich habe eine Bitte. Bitte haben Sie alle miteinander Verständnis dafür, dass nicht sofort alles einwandfrei funktioniert. Und danke dafür, dass jeder von Ihnen seinen Beitrag leistet, dass wir ein sehr lebenswertes Miteinander haben, trotz Corona. Und allen, die zum Gelingen beitragen, möchte ich an dieser Stelle von Herzen dafür danken, dass Sie Ihr Engagement für unser Bildungssystem so intensivieren. Ich wünsche mir, dass wir diese aktuelle Ausnahmesituation alle miteinander gemeinsam gut meistern. Und dazu trägt das Sofortprogramm, was wir heute vorstellen, von Bund und Ländern, denke ich, auch einen Großteil bei. Mit dem Pioniergeist und dem Ideenreichtum und auch dem großen persönlichen Einsatz, den wir momentan im ganzen Land, in unseren Schulen, aber auch bei vielen Eltern sehen, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass in dieser Krise eine Riesenchance steckt. Nämlich, dass die Digitalisierung in unseren Schulen mit ungeahnter Schnelligkeit, aber auch mit einer hohen Qualität vorangebracht wird. Herzlichen Dank. Frau Hubig, bitte. Ja, vielen Dank. Guten Morgen, Frau Karliczek. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist in der Tat eine gute Nachricht, dass wir heute sagen können, wir haben uns zwischen Bund und Ländern geeinigt darauf, wie das Sofortprogramm, das der Koalitionsausschuss vor gerade mal 3 Wochen beschlossen hat, umgesetzt werden kann in den Ländern und durch die Länder. Schnelligkeit ist, glaube ich, das, was diese Krise auch ein Stück weit prägt. Wir müssen schnell entscheiden, wir müssen schnell handeln und vor allen Dingen müssen wir sehr kreativ sein und sehr engagiert sein vor Ort. Und das sind wir alle, die wir uns um unsere Schulen kümmern und vor allen Dingen sind es diejenigen, die in den Schulen arbeiten, die sich ganz schnell von einem Tag auf dem anderen, vom Freitag, den 13. bis zum Montag, den 16. März, darauf eingestellt haben, dass Schulen geschlossen sind und dass jetzt der Unterricht in einer anderen, und zwar in einer noch nie dagewesenen Form, stattfinden muss. Fernunterricht hat sich ganz, ganz schnell entwickelt, obwohl wir alle nie damit gerechnet haben und nie darauf eingestellt waren,
dass von einem Tag auf dem anderen der Unterricht nicht mehr vor der Klasse, in der Klasse stattfindet, sondern eben mittels digitaler Medien, aber eben auch mit Arbeitspapieren, mit Telefonaten, mit Videoschalten, mit ganz vielen verschiedenen Maßnahmen. Und die Lehrkräfte haben da wirklich unglaublich gute Ideen gehabt und diese ganz schnell umgesetzt. Und wir haben gesehen in den Ländern, dass sich der Unterricht schnell entwickelt, aber dass er auch an Grenzen stößt. Und zwar für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die zu Hause keine digitalen Endgeräte haben, die eben schwerer erreichbar sind. Wir Länder haben dafür schon zu großen Teilen Abhilfe geschaffen, weil es wichtig ist, eben die Dinge schnell umzusetzen. Aber es ist gut, der Bedarf ist groß, dass wir jetzt dieses zusätzliche Geld an die Schulträger geben können, damit sie von dort aus entsprechende Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler besorgen können, die eben sozial bedürftig sind. Das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, des Zugangs zur Bildung in diesen Zeiten. Und es ist natürlich auch ein guter Anschub für die Digitalisierung der Schulen. Die Schulen haben durch die Corona-Epidemie einen unglaublichen Schub gemacht bei der Digitalisierung. Wir sehen, dass viele Schulen schon sehr weit waren, dass sie sehr schnell die Dinge umsetzen konnten. Aber wir sehen auch, dass sich ganz, ganz viele Schulen, es haben sich alle Schulen auf den Weg gemacht, digitale Schule jetzt zu erfinden. Und dieses Anschaffen von Endgeräten für Schülerinnen und Schüler, die jetzt eben noch kein eigenes Endgerät haben, ist ein guter und ein weiterer und ein wichtiger Schritt. Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da müssen alle zusammenwirken. Der Bund, die Länder, die Kommunen vor Ort als Schulträger und jeder Einzelne bei uns muss sich darum kümmern. Die Eltern haben im Moment einen großen Teil dieser Bildungsarbeit übernommen. Wenn die Kinder zu Hause waren, wenn sie sie unterstützt haben, nicht nur bei den Hausaufgaben wie sonst, sondern eben auch beim Lernen. Und ich bin froh, dass wir jetzt an einen etwas geregelteren Ablauf kommen und hoffe auch, dass wir zum neuen Schuljahr dann, ich sage mal, vielleicht die Abstandsregelung nicht mehr in der Form einhalten müssen oder in einer anderen Form einhalten können. Solange sie so sind, wie sie sein müssen und wie sie auch dann bleiben müssen, wenn das Infektionsgeschehen nichts anderes zulässt, wird es auch nach den Sommerferien natürlich keinen Unterricht geben, so wie er war vor Corona. Und deshalb stellen wir uns als Länder jetzt auch schon darauf ein, dass wir andere Methoden, dass wir andere Planungen haben für dieses kommende Schuljahr, nicht in der üblichen Form, sondern eben in einer Abwechslung von Präsenz- und Fernunterricht. Wir sind sehr dankbar, dass wir uns so gut und so schnell einigen konnten. Das ging sehr geräuschlos und das ging wirklich sehr konstruktiv. Herzlichen Dank auch nochmal an das Bundesbildungs- und Forschungsministerium, an die Ministerin, aber auch an den Staatssekretär Luft. Das waren gute und konstruktive Verhandlungen und ich finde, wir zeigen als Politik, dass wir in der Zeit der Krise wirklich gut, konstruktiv, schnell, effektiv und geräuschlos zusammenarbeiten. Wir werden jetzt vor Ort natürlich dafür sorgen, dass dieses Geld schnell dorthin kommt, wo es in digitale Endgeräte umgesetzt werden kann. Wir in Rheinland-Pfalz, kann ich sagen, haben heute schon mit unseren kommunalen Spitzen beraten darüber, wie wir den Weg am besten gestalten, ob Schulträger diese Geräte anschaffen, ob das zentral gemacht wird für alle Schulen eines gesamten Landkreises. Darüber sind wir schon in Gesprächen, weil wir wollen, dass wir dieses Geld eben schnell weitergeben können, damit Schülerinnen und Schüler bald das Endgerät in der Hand haben, das sie geliehen bekommen über die Schule. Ich hoffe für einen langen Zeitraum, damit Sie auch das Gefühl haben, es ist ein Stück weit ein eigenes Gerät. Und ich denke, dass es sehr, sehr gut ist mit Blick auf die Bildung, die diese Schülerinnen und Schüler und die Bildungsgerechtigkeit, die sie genauso brauchen wie alle anderen. Ich denke, wir werden hier und natürlich auch noch an vielen anderen Baustellen, die wir im Moment bearbeiten, sind die digitalen Inhalte, das sind die Fragen, wie sind pädagogische Konzepte zu stricken in Zeiten von Corona, wie kann man es schaffen, Präsenzphasen, Fernunterricht gut miteinander zu verzahnen, damit das zum Nutzen aller ist. All das sind Dinge, an denen wir arbeiten und an denen wir natürlich nicht nur während der Schulzeit, sondern auch während der Ferien weiterarbeiten werden, damit das neue Schuljahr dann auch gut starten kann. Ich möchte mich dem Dank, den die Bundesbildungsministerin geäußert hat, einfach anschließen. Wir haben Zeiten, die sind wirklich schwer und sie sind so, wie sie noch nie da gewesen sind. Wir leben in einer Ausnahmesituation und zu sehen, wie Lehrerinnen und Lehrer, pädagogische Fachkräfte, alle an Schule Beteiligten, und da gehören in der Tat auch die Hausmeister und die Reinigungskräfte, die Sekretärin, also alle mit dazu, die Schule lebbar machen, wie sie zusammenhalten,
wie Eltern und Schüler gemeinsam diesen Weg mit uns beschreiten. Und ich war jetzt schon ein paar Mal in Schulen, die stückweise auch in Rheinland-Pfalz natürlich aufgemacht haben. Und es ist einfach schön zu sehen, wie sehr sich Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler freuen, wieder miteinander in Kontakt zu sein, wenn auch nicht am ganzen Tag, aber zumindest stundenweise, tageweise oder eben eine Woche lang, um dann wieder in den Fernunterricht und in den Heimunterricht zu gehen. Das ist eine gute Sache und ich bin überzeugt, wir müssen es verantwortungsvoll weitergehen, diesen Weg, damit wir bald wieder alle erreichen, damit alle gut lernen können und alle gut lehren können. Und dazu trägt dieser Pakt sicherlich seines damit bei. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir kommen jetzt zu Fragen. Es sind schon einige Fragen uns von außerhalb übermittelt worden, aber Frau Burchardt hat die erste Frage, die uns hier im Saal verfolgt hat. Ja, ich habe gleich mal zwei Fragen. Frau Karliczek, Frau Hubig, war es ein Fehler, nicht gleich Klassensätze digitaler Endgeräte in den Digitalpakt mit aufgenommen zu haben? Denn Frau Lind-Klinzing vom Philologenverband hat ja gesagt, im Grunde genommen bräuchte jede Klasse so einen Satz von einheitlichen Geräten, damit nicht alle mit unterschiedlichen Softwares und Hardwares irgendwie rumfummeln. Die einen haben dann Handy, die anderen haben irgendwie ein uraltes Tablet, wo aber das dann nicht mehr drauf läuft und so. Also müsste man das eigentlich jetzt noch, ist es vielleicht jetzt ein erster Schritt, mal die zu versorgen, die das nicht haben. Aber die haben ja dann auch andere Geräte als wiederum die Kinder, die auf ihren alten Geräten irgendwie rumfummeln. Also kurz und gut, hätte man das schon immer machen müssen mit den Klassensätzen, was ja versäumt wurde beim Digitalpakt. Und sollte es so sein, dass alle neue Geräte kriegen, die dann auch einheitlich in der Schule gewartet werden und nicht ständig abstürzen? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, was tun Bund und Länder, damit die Schülerinnen und Schüler ihre Lernrückstände insgesamt aufholen können? Gibt es da Programme, einen Mix vielleicht zu machen aus kleinteiligen Sommercamps, aus, so wie es in Berlin geplant ist, die Nachhilfeinstitute mit einzubeziehen, dafür Gutscheine den Schülern zu geben und auch Angebote in den Ferien in den Schulen zu machen? Ja, kommen wir zu der ersten Frage vielleicht erstmal mit den Endgeräten. Genau, ich will vielleicht die erste Frage mal versuchen zu beantworten. Im Digitalpakt ist festgelegt, dass es Klassensätze gibt zu einem Teil, aber der Digitalpakt ist eben nicht dazu da, die Endgeräteausstattung zu klären, sondern der Digitalpakt ist dazu da, die Schulen in der Digitalisierung in ihrer Konstruktion so auf Vordermann zu bringen, dass wir langfristig einen Mehrwert haben. Und wir wissen alle, dass die Frage nach Endgeräten eine ist, wo doch auch die Entwicklung relativ schnell geht. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen eben nicht Endgerätefrage klären, sondern wir wollen die Frage nach digitaler Infrastruktur in den Schulen klären. Die Endgerätefrage ist eigentlich eine Frage, die in den Ländern gelöst werden muss. Dass wir jetzt sagen, wir wollen dieses 500-Millionen-Sofortprogramm machen, hat was damit zu tun, dass wir natürlich von heute auf morgen eine vollständige Ausstattung für alle brauchen, was ja, ich sag mal, unter der normalen Entwicklung, dass man erstmal sich konzeptionell aufstellt und sich erstmal Gedanken macht, was soll digitale Bildung denn im pädagogischen Gesichtspunkten überhaupt leisten. Ich glaube, wir werden ganz andere Antworten kriegen, wenn wir Oberstufenschüler fragen, als wenn wir Grundschullehrer und Lehrerinnen fragen. Und deswegen diese Frage müssen wir jetzt im Grunde alles parallel klären und die Ausstattung auch schon zur Verfügung stellen. Deswegen jetzt, weil wir eben geschlossene Schulen haben und die Kinder nicht präsent unterrichten können. Deswegen ist Druck aufgekommen. Aber das normale Verfahren des Digitalpaktes bleibt trotzdem richtig. Und es ist ja eben auch beschlossen worden, dass Klassensätze aus dem Digitalpakt finanziert werden können, nur nicht flächendeckend und nicht für alle. Gut, dann hätten wir die Frage Lernrückstände. Frau Hubig wurde noch von Frau Burchardt angesprochen. Möchten Gerne, ich kann dazu natürlich auch was sagen. Ja, klar. Vielleicht zu der ersten Frage, die digitalen Endgeräte. Es ist schon so, dass natürlich viele Schulen auch digitale Endgeräte zur Verfügung haben. Ich kann sagen, in Rheinland-Pfalz haben wir jetzt mit Blick auf die Schulschließung die digitalen Endgeräte, die wir im Land in unserem Programm Medienkompetenz macht Schule schon in den vergangenen Jahren an die Schulen gegeben haben. Das sind rund 25.000. Die haben wir zusammen mit den Schulträgern, die auch nochmal eigene Geräte haben, auch nochmal rund 13, 12, 13.000, die haben wir an die Schülerinnen und Schüler jetzt schon ausgeteilt.
Das heißt, an den Schulen gibt es Klassensätze, es gibt ausleihbare Tablets, Computer, aber das ist richtig natürlich nicht für jeden Schüler, jede Schülerin flächendeckend. Deshalb ist es, denke ich, schon gut, dass wir jetzt gerade die, die sozial bedürftig sind, mit versorgen können und die kein Gerät haben. Wir sehen aber auch in der Diskussion jetzt oder in der Situation jetzt, dass sehr, sehr viele schon Endgeräte haben, die auch kompatibel sind mit den schulischen Systemen. Wir haben in Rheinland-Pfalz eine Plattform, die heißt Moodle, und die funktioniert auch auf den Endgeräten der Schülerinnen und Schüler. Und ich hatte gestern eine Studie von Rheinland-Pfalz vorgestellt. Wir haben die Lehrkräfte befragt, wie sie mit der Situation jetzt umgehen, was sie brauchen, was ihre aktuellen Bedarfe sind, was aber auch perspektivisch mit Blick auf die Digitalisierung von Schulen wichtig ist. Da war eine Grundschullehrerin, die berichtet hat, dass bei ihr in der Schule alle Schülerinnen und Schüler über digitale Endgeräte verfügen und an dem Unterricht jetzt auch teilnehmen können. Also es gibt schon sehr, sehr viel in den Ländern. Die Schulträger stellen das zur Verfügung, die Länder selber stellen das zur Verfügung, zum Teil auch über Fördervereine. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir diesen Weg weitergehen. Wir werden bei uns natürlich regeln, dass die digitalen Endgeräte, die angeschafft werden, auch so kompatibel mit den Systemen der Schule und des Landes sind, damit sie auch einheitlich gewartet werden können über die entsprechende Software und über die entsprechende Unterstützung. Ich glaube, das ist wichtig. Die Anwendungsbetreuung, also die Wartung der Geräte, die Ingangnahme der Geräte, sind wichtige Themen. Das ist ein ganz drängendes Thema. Ich hatte mir ein bisschen erhofft und gewünscht und bin auch dafür eingetreten, dass wir im Rahmen des Digitalpaktes auch dafür Mittel an die Schulen geben können, weil es da einfach brennt. Wir machen das jetzt eben hier vor Ort und sind da eigentlich auch in einem ganz guten System, aber das ist ein ganz großes Thema. Zu der zweiten Frage, Lernrückstände. Das ist natürlich so, dass wir alle auch im Rahmen der KMK darüber nachdenken, wie die Ferien zu gestalten sind. Ich habe mich ganz klar dafür ausgesprochen, dass die Sommerferien auch Sommerferien bleiben sollen. Ich glaube, es ist wichtig, den geplanten Ablauf beizubehalten, auch den Lehrerinnen und Lehrern und auch den Eltern eine gewisse Luft zu verschaffen. Gleichzeitig brauchen wir natürlich Angebote dann auch für Kinderbetreuung in den Ferien und wir brauchen Angebote, die den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, bestimmte Dinge auch nochmal nachzuholen. Wir arbeiten daran. Wir haben auch in der Kultusministerkonferenz schon gemeinsam eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die für alle Länder, ich sag mal, die den Rahmen schon diskutiert, wie man damit umgehen kann. Und wir werden natürlich auch in den Ländern daran arbeiten, beziehungsweise ich kann für Rheinland-Pfalz sagen, wir sind schon dabei, uns ein Konzept zu entwerfen. Ja, vielen Dank. Wir kommen dann zu der Frage von Frau Becker. Die schließt so ein bisschen an. Also Frage, die einerseits, also was passiert denn jetzt, Thema Wartung? Frau Hubig hat es gerade schon angesprochen, dass da noch einiges im Argen liegt. Frau Kalitschek, ist da jetzt auch der Plan, dass da Gelder von diesen 500 Millionen mit reinfließen oder geht es da wirklich nur um die Endgeräte und kommt da nochmal was nach? Weil das ist ja eine ungelöste Problematik und wenn dann jeder irgendwie ein Gerät hat, was aber nicht mehr abgedatet wird und wo die, sagen wir mal, Patches nicht gemacht werden, wenn Apple, Google, bla, wieder irgendwelche Lücken haben, das ist ja tatsächlich ein Problem, also auch sicherheitstechnisch rein, also das ist der eine Punkt, also die Updates, die Wartung, oder gibt es da eine Fernwartung und wer macht die? Könnte die nicht auch irgendwie zentraler gemacht werden, nicht, dass jede einzelne Schule da was entwickeln muss? Und die zweite Frage, die Endgeräte sind natürlich irgendwie ein guter Schritt, allerdings, wenn die Kinder zu Hause kein WLAN und nichts haben, sind das dann Endgeräte, die SIM-Karten haben? Wie ist das gedacht? Also wie kommen die Kinder denn ins Netz? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Und auch in den Schulen ist das ja nicht gewährleistet, dass da überall irgendwie brauchbares Internet ist. Und dann hat man ein Kind zu Hause sitzen mit einem Tablet, was dann doch nur ist wie ein Buch, weil es irgendwie nicht angeschlossen ist. Ich glaube, Ihre Frage zeigt schon, wie komplex die Antwort darauf nur sein kann und wie kleinteilig die Antwort darauf gestaltet sein muss. Und das zeigt eigentlich sehr schön, dass man diese Antworten in großen Teilen, gerade auch zum Beispiel was die Wartung angeht, wirklich nur vor Ort organisieren kann. Also es gibt ja im Grunde zwei Wege, die relativ normal sind, wenn man Infrastruktur anschafft, die regelmäßig gewartet und erneuert werden muss. Dann kann man den Weg gehen, sich diese Dienstleistung beim Hersteller der Geräte direkt mit einzukaufen oder man schafft vor Ort ein System, wie man im Grunde Wartung und Erneuerung dann ermöglicht. Aber daran sehen Sie, das ist eine typische Aufgabe, die in den Ländern mit den Kommunen geregelt werden muss, die wir nicht vom Bund aus regeln können. Und ich denke, gerade weil wir jetzt uns ja an der Stelle auch großzügig zeigen, die Infrastruktur zu finanzieren, werden die weiteren Fragen dann auch relativ schnell vor Ort geklärt werden müssen. Also viele Pläne bei den Bildungspolitikern.
lernen, um noch vorhandene Probleme und Herausforderungen zu lösen, was das digitale Lernen zu Hause betrifft. Wir blenden uns an dieser Stelle aus der Pressekonferenz der beiden Ministerinnen, machen eine kurze Pause, sind gleich wieder für Sie da. Bis dann.